Ich habe mir für über 100 Euro das hier gekauft, den Criss Angel Zauberkasten. Insgesamt soll ein Gesamtwert von 450 Dollar an Zaubertricks drin sein. Der hat unglaublich gute Bewertungen gehabt. In meiner letzten Folge, Wer ist das eigentlich, habe ich ja ausführlich über Criss Angel gesprochen und euch erzählt, was war seine Lebensgeschichte, wie kam er zum Erfolg, waren diese Tricks alle fake und haben nur mit eingeweihten Schauspielern funktioniert oder waren es wirkliche Zaubertricks, die auch im Real Life funktionieren. Über all das habe ich in dem Video gesprochen und heute gucken wir mal, was steckt denn hier in diesem riesigen Zauberkasten. Das ist der größte Zauberkasten, den ich hier unboxed habe. Was steckt hier drinne? Ist das wirklich sein Geld wert? Wurden wir hier abgezockt oder ist das tatsächlich ein gutes Produkt? Was heute allerdings unbeantwortet bleibt ist, Digga, was ist eigentlich bei meinem Hemd los? Eigentlich hätte heute mein Video die Wahrheit über Harry Houdini kommen sollen, aber ich lese gerade eine super ausführliche Biografie über Houdini mit über 600 Seiten in Vorbereitung für das Video und deswegen brauche ich noch etwas Zeit. Also kommt zwischenzeitlich einmal das Video hier. Alright, das ist also das Baby. Ich drehe das Ganze mal um. Ihr seht alles, was ich sehe, durch meine smarte Overhead-Kamera wieder, wie immer. Criss Angel Mind Freak Ultimate Magic Kit, über 550 Mind Freaks, die man performen kann, including the secret to levitate anywhere, anytime. Oha, wir können schweben. Der hat von der International Magician Society den The Best Magic Kit Award gewonnen. Interessant, es sind 3 DVDs sogar mit inkludiert. Der ist ab 8 Jahren bis 108 Jahren freigegeben. Weiß nicht, was jetzt ist, wenn man 109 ist, aber... They put you in jail. Right away. Anfänger, Fortgeschrittene und auch Profizauberer. Hier auf der Seite steht nochmal, was alles drin ist. Interessant, das ist schon mal gut zu wissen. Auf der Rückseite steht eine Nachricht von Criss Angel. Ich habe so richtig losgelegt mit der Zauberkunst, als ich einen Zauberkasten zu Weihnachten bekommen habe, als ich 10 Jahre alt war. Über meine Teenage-Jahre hinweg habe ich mein wöchentliches Taschengeld beim Zaubershop gelassen, der ein paar Minuten von meinem Zuhause entfernt war. Ich habe ein paar gute Effekte gekauft, aber auch viel Zeit und Geld verschwendet dafür, Schrott zu kaufen. So, und deswegen hat er diesen Zauberkasten jetzt zusammengestellt, damit man keinen Schrott hat, sondern nur lauter gute Tricks. Okay, alles klar. Also hier sind noch einmal einige Awards, die Criss Angel gewonnen hat. Das wissen wir ja schon aus meinem Criss Angel Video. Und jetzt legen wir los, Freunde. Nehmen wir den Deckel einmal ab und schauen, was drin ist. Ich bin sehr gespannt. Oha, krasser Bass-Sound. Alright, das sieht doch schon mal gut aus soweit. Oh je, wo fangen wir hier denn an? Also das Erste, was mir auffällt, Freunde, mal wieder The Ball and the Vase. Aber in der bisher besten Ausführung. Ich habe ja einen sehr guten magischen Adventskalender unboxed. Da war ein relativ guter Plastik Ball and the Vase. Dann habe ich den schlechtesten Adventskalender ever unboxed. Letzte Woche, da war der schlechteste Ball and the Vase. Und hier ist tatsächlich, oha, guck mal. Das ist sogar auch noch so ein schöner, ja, so Filzball. Also es ist kein billiges Plastik. Und auch das hier, das ist zwar Plastik, aber es fühlt sich besser an. Und es sieht auch viel besser aus, ne? In diesem Metall-Look. Sieht aus wie Metall, ist aber Plastik. Also The Ball and the Vase habe ich euch jetzt 100 Mal vorgeführt. Wir haben einen Ball und eine Vase, steckt ja auch im Namen. Den Ball lassen wir auf eine Methode unserer Wahl verschwinden und er erscheint in der Vase drinne. Nur um ihn dann blitzschnell wieder verschwinden zu lassen und er erscheint in unserer Nase. Genau, also The Ball and the Vase, 100 Mal habt ihr das jetzt gesehen. Das ist meine Favorite-Variante bisher. Ich stelle mal hier beiseite alles, was ihr unboxed habt. Hier sind auf jeden Fall schon mal die besagten 3 DVDs. Da sind dann die Tutorials mit drin. Da erklärt er ganz genau, welchen Trick man wie performt. Ich werde jetzt erstmal alles auf eigene Faust erkunden, aber Zukunftsmatti hat sich die 3 DVDs schon angeguckt und der sagt euch jetzt, was er hält von der Qualität. Yo, Zukunftsmatti hier. Tutorials sind gut. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Also die Tutorials decken sich halt mit dem, was im Buch steht, nur dass es halt visueller erklärt wird. Man versteht alles ausreichend, würde ich mal sagen. Und an der Stelle der Hinweis, die neue Holy-Sorte, Pomegranate Piranha, also Granatapfel-Piranha, ist da. Schmeckt köstlich, schmöchlich, ist tatsächlich mein neuer Lieblingsgeschmack, weil es süß und ganz leicht säuerlich perfekt miteinander verbindet. Deswegen kurz der Hinweis, gönnt euch den Hasen auf jeden Fall mit dem Code MATTI5, spart ihr 5 Euro auf eure erste Holy-Bestellung. Und morgen ist tatsächlich der letzte Tag, an dem ihr noch bei dem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Holy verlost ja eine PlayStation 5. Alle Infos dazu gibt's auf der Website und auf deren Instagram. Und jetzt zurück zu dir, Vergangenheits-Matti. Danke, Zukunfts-Matti, bester Mann, bleibst du, wie du bist. Danke dir, bleib du, so wie du bist. Aber, Digga, beim nächsten Mal bitte das Hemd richtig bügeln. Und den Daumen nach oben nicht vergessen. Und den Daumen nach oben nicht vergessen. Aber ich, der aktuelle Gegenwarts-Matti, hab das ja noch nicht gesehen. War ein bisschen verwirrend. Aber deswegen muss ich auf eigene Faust jetzt herausfinden, wie die Tricks funktionieren und überleg mir eigene Routinen dazu. Was ist das hier? Hier ist irgendwie so ein Kärtchen. Bist du bereit, noch mehr Magie zu lernen? Mit dem Code auf der Rückseite kriegst du 10% Rabatt auf magicshop.com. Okay, also hier eine Kollabo mit einem Shop nochmal, worüber Criss Angel wahrscheinlich über Affiliate-Marketing auch nochmal ein bisschen Geld verdient. Aha, und hier ist auch noch mein Tutorial in Schriftform. Oha, das habe ich viel dünner erwartet. Das ist ein richtiges Büchlein.
Krass. Und vor allem, wisst ihr, was mir direkt auffällt an diesem Zauberkasten? Selbst diese Einlageform ist mega. Selbst das ist nicht einfach billiger Plastik, sondern das ist hier so filzmäßig. Wenn ihr da drüber fühlt, das ist wie so Stoff. Selbst da wurde nicht gespart. Ich verstehe, woher der Preis kommt. Das sieht wirklich nach Qualität aus und fühlt sich auch nach Qualität an. So, hier sind dann auch noch einmal Tutorials zu allem, was hier so drin ist in dem Zauberkasten. Und ich sehe hier aber auch schon Tricks, die sich beziehen auf mehr als nur den Zauberkasten. Also so auf den ersten Blick, hier wird noch mehr erklärt, als nur das, was hier sowieso drin ist. Das hier ist tatsächlich einen genaueren Blick einmal wert. Da sind richtig viele Tricks drin erklärt. Das Ganze hat 200 Seiten. Nicht schlecht. Der Magierkodex. Ich, Matthias Berger, verstehe und verschreibe mich dem Magier-Geheimkodex, dass ich niemals meine Geheimnisse irgendwem verrate. Okay, das habe ich jetzt einfach mal nicht gesehen. Lassen aber auf meinem YouTube-Kanal da. Hier gibt es auch coole Tutorials unter anderem. Womit fangen wir denn an? Also, das Erste, was ich sehe, ist, hier sind drei Becher. Die sind aus Plastik, aber genauso wie auch The Ball and the Vase aus dem gleichen Hochglanzplastik. Es sieht nach Metall aus. Es ist Plastik, aber es sieht hochqualitativ aus. Das finde ich sehr gut schon mal. Und hier sind genau drei solcher Kügelchen drin. Okay, ich brauche euch nichts vormachen. Ihr habt die vierte gerade die ganze Zeit gesehen. Damit lässt sich natürlich folgende Illusion präsentieren, ja. Cups and Balls, absolute Basic-Variante. Wir haben drei Bälle und wir haben drei Becher. Ergibt absolut Sinn, ja. Zack. Und wir können den ersten Ball auf dem Becher platzieren, aber wie durch Zauberhand durchdringt er den Becher und ist jetzt hier drunter. Ja, das Ganze können wir natürlich auch wiederholen, das Spielchen, gar keine Frage. Zack, mit Ball Nummer 2. Beide Becher kommen drauf und auch der zweite Ball durchdringt den Becher. Und das Ganze lässt sich auch noch mit dem dritten Ball ein letztes Mal wiederholen. Das ist jetzt natürlich die absolute Basic-Variante davon, klar. Und alle drei Kugeln sind durch die Becher gewandert. Also, absolute Basic-Variante. Da gibt es sehr, 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 sehr smarte Leute, die sehr, sehr, sehr coole Routinen entwickelt haben. Cups and Balls ist mehr als nur das, was ich euch hier gezeigt habe. Aber das ist doch schon mal ein Anfang. Das sind tatsächlich genau die gleichen Bälle in genau der Qualität, wie auch in dem Gold Edition Zauberkasten, den ich schon mal unboxed habe, der auf Amazon nur eine 1-Stern-Bewertung hatte, obwohl ich persönlich den mega gut fand. Genau, das sind exakt die gleichen Bälle, also vom gleichen Hersteller wahrscheinlich. Die sind da jetzt an der Stelle weder besser noch schlechter. Kommen wir zum nächsten Trick. Hier ist ein Kartenspiel, das finde ich jetzt natürlich sehr spannend, das Mindfreak Deck. Ich hatte mal vor sehr langer Zeit ein Video gesehen, ich glaube, das war von Chris Ramsey, vielleicht mache ich auch nochmal so ein Video. Da hatte er das Chris Angel Deck und das David Blaine Deck miteinander verglichen und Chris Angel ist dabei sehr schlecht dabei weggekommen. Ich glaube, dabei handelt es sich um genau das Kartenspiel hier. Gucken wir mal, ob das jetzt hier der Fall ist oder nicht. Wir holen die Karten einmal raus. Karten sind ja mein Spezialgebiet, da bin ich ja am ehesten Experte drin. Ja, die sind echt nicht gut. Die sind wirklich cringe, die Karten. Also, es ist nicht so schlimm wie sonst bei Zauberkästen. Wer von euch einen Zauberkasten hat, der kennt ja diese typischen Zauberkastenkarten. Die sind immer so irgendwie aus Pappe und so sehr, sehr, sehr hart und schlecht verarbeitet. Die sind zwar auch so aus Pappe und fühlen sich nicht mega gut an, aber die haben so ein Finish. Also, ich habe hier zumindest eine raue Oberfläche und keine komplett glatte Oberfläche. Und die sind etwas weicher. Ja, also die lassen sich auch wirklich springen. Lassen die sich auffächern? Auffächern lassen die sich eher sporadisch, aber die haben eine Oberflächenstruktur, die haben einen Finish, also eine Lackschicht obendrauf. Die sind auch vom Papier her etwas besser als sonst so Zauberkastenkarten. Aber es ist eher Zauberkasten-Vibe als wirklich normale Spielkarten in guter Qualität, wie zum Beispiel unsere Somnium-Karten. Ich habe hier eine eigene Marke gegründet, über die ich Karten für Zauberkünstler produziere, in der besten Qualität, wie es für Zauberer nur sein kann. Check gerne unseren Somnium-Shop aus, der Link ist in der Videobeschreibung, aber damit lässt sich das nicht vergleichen. Also das hier ist wirklich sehr viel schwächer. Die sind relativ dünn, die Karten, also die lassen sich schon sehr krass biegen. Das hier wäre der Joker Nummer 1 und Nummer 2. Die sind identisch, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht ist das sogar ein Svengali-Deck. Wartet mal. Ich mische die mal halb ineinander. Oh, okay, Pharaoh-Shuffeln lassen die sich überhaupt nicht gut. Oh, Bruder. Okay, probieren wir von der Unterseite. Oh, Digga. Okay, Pharaoh-Shuffle geht gar nicht. Wie sind die denn geschnitten? Ich krieg kein Pharaoh-Shuffle hin, ne? Hier, ihr könnt einmal gucken. Die lassen sich nicht ineinander schieben. Es geht einfach nicht. Da muss ich die echt manuell legen, ne? Oh je. Das sind die langweiligen Aspekte dieser Videos hier. So, die Frage aller Fragen. Ja, es ist ein Svengali-Deck, okay. Ihr seht lauter unterschiedliche Spielkarten, ja? Aber egal, wo der Zuschauer abhebt, er trifft immer die Herzen 9. Man kann damit zum Beispiel Any Card at Any Number machen. Wie gesagt, ihr seht lauter unterschiedliche Karten. Der Zuschauer soll eine Zahl zwischen 1 und 15 vielleicht sagen. Sagen wir, er sagt 13. Ja, dann zählen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Karten ab. Und genau dort
liegt wieder die Herz 9. Und so weiter, ja. Also Svengali Deck Classic werde ich mal ein eigenes Video zu machen. Wir werden mit Somnium Cards auch irgendwann mal eigene Svengali Decks rausbringen. Und da gibt es dann genauere Tutorials dazu, beziehungsweise in irgendeiner Form Content dazu. Tutorial denke ich mal jetzt nicht, aber ja. Also ein Svengali Deck, absoluter Klassiker für so einen Zauberkasten. Qualität ist eher mangelhaft, besser als andere Zauberkästen, aber das Kartendeck, finde ich, ist schon mal eher ein Schwachpunkt an diesem Zauberkasten. Das ist hier nochmal das Backdesign, dass ihr das auch nochmal so in der ruhigen Perspektive gesehen habt. Alright, also Punktabzug hierfür. Weiter geht's mit dem Zauberkasten. Hier haben wir einen Standardtrick, den kennt ihr auch schon aus anderen Videos von mir. Dazu gehören diese Nadeln hier, oder Nägel, besser gesagt. Also, was mir dabei auffällt ist, das Ganze ist gebrandet im Criss Angel Style. Ja, alle Effekte in diesem Zauberkasten sehen nach Criss Angel aus. Das ist cool. Also es ist nicht einfach billig hergestelltes Standardzeug, sondern es steckt zumindest ein persönliches Branding drin und es ist nicht einfach der gleiche Zauberkasten wie jeder andere auch, nur dass Criss Angel draufgeschrieben wurde. Hier muss ich einmal diese Nägel befreien. Also dieser Effekt, den kennen wir schon vom anderen Zauberkasten. Wir haben eine Münze, die darf der Zuschauer auch gerne untersuchen, da sind keine Löcher oder sonst was drin. Die kommt hier in dieses Behältnis rein. Der passende Deckel kommt oben drauf, der sitzt hier ein bisschen schief, aber ist okay. Man hört, die Münze ist nach wie vor darin, aber obwohl das eigentlich nicht möglich sein dürfte, schaffen wir es trotzdem, mit einem ersten Nagel die Box zu penetrieren und auch mit einem zweiten Nagel, zack. Und wir können das Ganze hier gerne vorspulen, ich habe keine coole Präsentation dafür. So, alle Nägel haben die Box durchdrungen, physikalisch nicht möglich. Nichtsdestotrotz, wenn ich den Deckel abnehme, seht ihr, die Münze ist unverletzt, unversehrt. Hier sind nach wie vor keine Löcher, oder sonst was drin. Genau, das ist der Effekt. Der Zuschauer darf alles untersuchen. Absolutes Standardding finde ich jetzt nicht sonderlich spektakulär. Also das gibt jetzt weder Plus- noch Minuspunkte. Ist halt einfach, ja, ist halt einfach der Effekt. So, was ist das hier? Das lacht mich die ganze Zeit schon so an. Hier sind so zwei Kelche. Könnten diese Kugeln hier dafür gedacht sein? Oder sollen die Schwammbälle da rein? Oder? 12 Sekunden später. Okay, ich habe mir etwas Zeit genommen und mir diese beiden Becher nochmal ganz genau angeguckt. Und mir ist da was aufgefallen. Ich habe da auch nochmal im Büchlein nachgelesen und habe eine sehr coole Idee dafür. Nämlich habe ich einen Haufen Münzen mitgebracht, okay? Und zwar, um genauer zu sein, 4 10-Cent-Münzen, alright? Und mit diesen 10-Cent-Münzen funktioniert der Trick, denn wir machen damit jetzt, ups, sind alle im Einsatz, kein Videoschnitt oder sonst was, mit diesen Münzen machen wir jetzt eine Coins-Across-Routine. Ich hoffe, ihr könnt die gut sehen, denn ich nehme eine Münze und zauber sie vom einen Becher in den anderen rüber. Wenn das geklappt hat, sind logischerweise in dem Becher nur noch 3 Münzen und in dem Becher hier ist plötzlich eine. So, und das Spiel können wir jetzt natürlich noch weiterspielen und so weiter, aber da müsste ich jetzt üben für mir verschiedene Handlings überlegen. Das ist jetzt einfach erstmal nur ganz basic, eine Münze wandert von einem Becher in den anderen. Ja, ist doch eigentlich ganz cool, oder? Das könnte man jetzt bestimmt auch nochmal eine Nummer weiterspielen. Warte mal, so, 3 Münzen kommen hier rein, zack, die eine lassen wir hier liegen und jetzt wieder wandert eine rüber, sodass hier nur noch 2 Münzen sind. Ja, okay, doch, okay, gut, die ist gewandert. Jetzt sind hier noch 2 Stück übrig, was kann ich für ein Finale machen? Wie wäre es denn damit? Eine kommt in den Becher, eine kommt in den Becher. Und jetzt ist dieser Becher hier leer und hier sind beide Münzen drin. So, irgendwie sowas lässt sich da bestimmt mitmachen. Also, finde ich sehr nice, ist eine coole Idee, das habe ich auch so noch in keinem anderen Zauberkasten gehabt. Die Münzen kommen wieder in die Sparbüchse. So. Und das kriegt auf jeden Fall einen Daumen nach oben von mir. Nice. Okay, nächstes Item bitte. Secret Floating Device. Das ist hier zum Üben. Also wenn das unsichtbarer Faden sein soll, um was damit schweben zu lassen, da muss ich meckern, weil das ist kein unsichtbarer Faden, Digga. Da unsichtbarer Faden drin? Nee. Das ist doch bestimmt der passende Wachs, oder? Ja, das ist hier nur ein Stück Wachs. Soll das der unsichtbare Faden sein? Ich meine, ja, den kann man in die Länge ziehen, dann ist er etwas dünner. Und vor einer schwarzen Klamotte sieht man es vielleicht nicht so stark. Aber das kannst du doch im Real Life nicht benutzen, das ist einfach Wolle. Ganz dicker, fetter Punktabzug, Alter. Okay, wir haben eine DS, die passt mir relativ gut, aber die passt farblich nicht zu mir. Euch ist gerade bestimmt was aufgefallen. Dann sind hier 2 Seidentücher, 1 in Gelb und 1 in Rot. Die haben auch eine relativ gute Qualität. Sind natürlich sehr durchsichtig, aber die Qualität ist nice. Wir nehmen einmal das rote Tuch, damit lässt sich natürlich auch wieder die absolute Standardroutine performen. Wir stopfen das Tuch nämlich in unsere Faust. Das geht gar nicht mal so gut tatsächlich. Okay, wir stopfen es in unsere Faust hinein und ohne Kameraschnitt oder sonst was
verschwindet das Tuch. Ja, hier ist eine DS im Spiel, die ist qualitativ zwar gut, aber die passt farblich überhaupt nicht zu meiner Haut und ist sehr unelastisch. Ne? Das ist eine von diesen festen, es gibt ja verschiedene Sorten. Ich persönlich bin immer eher Fan von diesen etwas elastischeren, deswegen für mich persönlich ist das ein Punktabzug. Aber ist okay und ich denke, da wären noch einige coole Routinen mit erklärt. Dann wäre hier ja noch ein Kartenspiel. Wir hatten jetzt einmal ein Svengali-Deck und dann gucken wir mal, was sich hier befindet. Das Svengali-Deck mussten wir selber zusammenlegen, ihr erinnert euch. Sieht wieder optisch genauso aus wie auch das erste. Ist auch qualitativ genauso unangenehm wie das andere Deck. Und sehe ich hier irgendwie Trickkarten oder sowas? Das ist nicht ganz die New Deck Order. Sieht nach einem normalen Kartenspiel tatsächlich aus. Wie ist das? Ist das ein Stripper-Deck? Es ist ein Stripper-Deck. Okay. Guck mal, da war mein Verdacht doch richtig. Stripper-Deck bedeutet, ich suche mal die vier Damen raus, okay? Dame Nummer 1, Nummer 3 und Nummer 4, die Herzdame. So, und diese vier Damen, die kann der Zuschauer jetzt, wenn er das möchte, gerne selbst an vier verschiedenen Stellen im Kartenspiel verlieren. Ich hoffe, das könnt ihr ganz gut erkennen, vielleicht in der Top-Kamera, ja, dass die vier Damen an vier unterschiedlichen Stellen im Kartenspiel stecken. Die kommen jetzt zurück ins Deck. Und jetzt ist es meine Aufgabe, die Damen wiederzufinden. Finding the Queens. Also, die erste Dame findet sich natürlich ganz einfach. Wir heben einfach direkt zur Kreuzdame ab. Easy peasy. So, Dame Nummer 2 ist schon etwas schwieriger, weil spätestens jetzt wird der Zuschauer sagen, ja, aber du hast ja ganz genau hingeguckt. Dame Nummer 2 können wir also auch blind machen. Wir schauen weg und ich weiß, dass sich hier, ja genau hier, die nächste Dame befindet. Ja, das ist jetzt in dem Fall hier die Herzdame. Jetzt könnte der Zuschauer sagen, ja, aber das ist ja alles in deiner Hand, Matti, mach das doch mal in meiner Hand. Da können wir das Ganze auch gerne in die Hand des Zuschauers legen. Zack, ich lege das jetzt einfach mal hier vorne hin. Und trotzdem und auch blind exakt zur nächsten Dame abheben. Ja, das ist jetzt hier die Pik-Dame in dem Fall. Und da bleibt noch eine Dame übrig. Das ist die letzte. Die ist tatsächlich am schwierigsten, denn die letzte Dame funktioniert genauso. Nee, das ist nicht so, wie ich das haben will. Ja, es funktioniert nicht ganz so, wie ich das haben will, weil es ein sehr schlecht qualitatives Stripper-Deck ist. Also auch da Punktabzug, aber es ist cool, dass ein Stripper-Deck mit drin ist. Ein Stripper-Deck ist eine absolute Wunderwaffe. Auch da freue ich auf jeden Fall davon, mal ein Somnium Card Stripper-Deck rauszubringen. Am besten auch noch markiert und dann hast du die absolute Killerwaffe, Leute. Also Zauberer unter euch wissen genau, was ich meine. Markiertes Stripper-Deck ist eigentlich die absolute Wunderwaffe. Aber falls coole Tricks erklärt sind im... Falls coole Tricks im Buch erklärt werden, ist es natürlich sehr nice, dass ihr da noch Hintergrundwissen zum Svengali und zum Stripper-Deck habt. Mann, jetzt will ich mal cool rumfuchteln hier mit dem Deck und verkacke komplett. Aber das sind zwei sehr coole Trickspiele. Dann sind hier natürlich Schwammbälle mit drin. Vier Schwammbälle und ein Schwammquadrat sozusagen. Damit könnten wir zum Beispiel folgende Routine machen. Wir nehmen einen Schwammball und den stopfen wir in unsere Faust hinein. Und mit dem Stipp meines Fingers verwandelt sich der Ball in dieses wunderschöne Quadrat hier. Funktioniert wirklich? Da bohrt jetzt wer? Nice. Naja, dann rede ich einfach lauter. Funktioniert auch so live vom Zuschauer. Und wir können dieses Quadrat auch in ein Quadrat und einen Ball verwandeln. Ja, also alles, was man so an Schwammballroutinen machen kann, zusätzlich noch mit diesem sehr praktischen Würfel hier mit einer Aussparung. Sehr, sehr praktisch. Also gute Sache. Qualität ist in Ordnung. Dann sind hier einmal drei gleich lange Seile. Wer mich kennt, weiß, ich bin kein wirklich großer Seilmagie-Fan, weil ich selbst wenig Erfahrung damit habe. Ich bin nicht sonderlich gut damit und ich finde gerade bei Seilmagie am allermeisten, wenn man keine gute Präsentation hat, ist das absolut langweilig und cringe. Ich habe keine gute Präsentation. Aber die Seile sind toll verarbeitet. Das ist eine sehr tolle Qualität. Ja, alle drei Stück. Super Qualität. Und natürlich können wir aus diesen drei gleich langen Seilen mit einem Handgriff schwuppsdiwupps ein kleines Seil, ein mittellanges Seil und ein richtig langes Seil zaubern. Das ist ja kurz, mittel, langweilig. Ja, aber tolle Qualität, die Seile sind super. Mich ärgert, dass das jetzt gebohrt wird. Ich versuche mich mal nicht ablenken zu lassen davon, aber die Seile sind mega. Sehr gute Qualität, also definitiv besser als in den anderen Zauberkästen, die ich bisher reviewed habe. Hier ist noch ein Seil und das ist vermutlich relativ lang. Um das Seil für eine Entfesselung zu benutzen, muss ich erstmal eine Entfesselung machen. Das ist natürlich nice. Ja, das Seil ist ungefähr, na gut, das ist ja fast so lang wie ich, ne? Wenn ich so, ja, 1,70 ist das vielleicht. Ich bin 1,77, hier sind noch ein paar Zentimeter übrig. Ja, oder 1,60, irgendwie so. Also auf jeden Fall schon ein relativ langes Seil. Auch hier tolle Qualität. Das ist absolut praktisch. Cool, dass das dabei ist. Wie gesagt, ich bin kein Seilprofi, deswegen kann ich damit jetzt keine coole Performance machen. Ich habe, was Seile angeht, wirklich nur eine einzige Nummer, die ich ab und zu mal so bei Geburtstagen oder so bei sehr lockeren Anlässen mache, wo ich mich fesseln lasse auf einem Stuhl und dann lasse ich ein großes Tuch drüber legen und sage, okay, ich versuche mich jetzt zu entfesseln und währenddessen kommt hier meine Hand schon raus und ist schon gelöst. Ey, mach mal da bitte ein bisschen fester und du da vorne kannst einmal so. Das heißt, ich zeige, meine Hände sind locker, aber wenn man die Decke wegnimmt, sind sie gefesselt.
gefesselt. So eine Standardnummer. Ich habe auch schon wieder ganz vergessen, von wem da der Ursprung war. Aber das ist so das Einzige, was ich mit Sein drauf habe. Das ist hier so ein typisches Münze erscheinen lassen Ding mit Criss Angel Logo darauf. Ja, also zack, wir stellen das Ganze auf den Tisch, schnippen unseren Finger und plötzlich erscheint hier eine 10-Cent-Münze. Yay. Genau, absolutes Standardding. Das Logo ist tatsächlich nicht nur drauf gedruckt, sondern das ist auch Embossing. Also das ist hervorgehoben. Ich kann es spüren mit meinem Finger. Das ist schon mal ganz cool. Also auch da steckt zumindest mehr Liebe drin, als einfach nur, ich nehme so ein Standardding und verkaufe es einfach teuer. Also auch da, auch wenn der Effekt jetzt nicht mega stark ist, auf jeden Fall Kompliment. Münze kommt wieder ins Sparschwein. Hier wieder der absolute Classic. Den haben wir schon 1 Million Mal gehabt. Also der Zuschauer würfelt irgendeine Farbe. Ich schaue jetzt mal weg. Zack. Die Farbe, die ihr jetzt seht, um diese Farbe geht es, die soll sich der Zuschauer merken. Deckel kommt drauf, ich nehme das Ganze hinter meinen Rücken und sage, okay, weißt du was, ich werde herausfinden, um welche Farbe es sich handelt. Nee, weißt du was, wir machen das anders. Ich glaube, deine Farbe ist orange, stimmt das? Genau, und da kann der Zuschauer nachsehen, es ist wirklich orange und es sind hier auch nicht irgendwelche doppelten Böden, irgendwelche Klappen, Falltüren oder sonst was. Der Zuschauer darf alles untersuchen. Simple Methode, aber die Qualität ist wieder toll. Hier ist wieder was drauf gestanzt, da kann ich gerade gar nicht genau erkennen, was das sein soll. Aber selbst das Plastik fühlt sich hier gut an. Mit dieser Stanzung noch, das ist top. Alles, wie gesagt, schwarz, silber, grau im Criss Angel Look, das gefällt mir sehr gut. Hier ist noch ein Stift, den können wir tatsächlich durch einen Geldschein durchstecken, wie ich das sehe. Eine Seite ist normal und eine Seite ist gegimmickt, mit Criss Angel Logo hier drauf gebrandet. Nehmen wir eine Spielkarte dafür. Also 1, 2, 3, bam. Und wir durchdringen die Karte, wie ihr sehen könnt. Ja, das kann ich euch auch in der Kamera zeigen. Ich weiß nicht, kann ich die bewegen? Ja, ich kann den Stift sogar durch die Karte bewegen. Seht ihr das? Nice. Und genauso kann ich auch das Ganze hier wieder abziehen. Und dadurch, dass es halt eine gegimmickte und eine normale Seite hat, kann ich das jetzt sogar so den Zuschauer zum Untersuchen geben. Und er kann gucken, dass das ein wirklicher Stift ist. Schreibt er sogar? Schreib mal auf die Karte. Ja, der schreibt sogar. Okay, ich habe die Karte jetzt aus Versehen markiert dafür. Coole Sache. Gefällt mir. Gute Qualität, viel bessere Qualität und auch viel bessere Optik, als das sonst so der Fall ist. Ganz dicker Pluspunkt. So, hier haben wir, wenn ich das richtig sehe, eine XXL-Version von dem Trick mit dem Clown, erinnert euch, kleines Plastikschwert da durchstechen, obwohl da so Plastik davor ist. Hier schön gebrandet mit Criss Angel Logo, auf einer Seite zumindest. Passend dazu sind hier dann auch noch Karten, genau. Ah, warte mal, das sind ganz andere Karten. Ah, dazu kommen wir gleich. Das ist nochmal ein anderer Trick. Genau, hier könnte man jetzt die Criss Angel Karten, glaube ich, durchstecken, genau. Auf der anderen Seite genauso. Und das möchte ich jetzt nicht demonstrieren, weil ich die nicht kaputt machen will, aber ich könnte da jetzt durchstechen, obwohl da eigentlich hier so eine Schutzhülle im Weg ist. Genau. Ihr seht das jetzt hier, ich kann da, oder ich nehme mal das Messer hier, ich kann da nicht durch die Mitte, ne? Da ist ja eigentlich so eine Plastikfolie zwischen. Die Illusion ist das, die habe ich euch ja auch schon in einem anderen Adventskalender-Zauberkasten genau gezeigt. Es ist schön, dass das hier eine große Version ist, die mit ganzen Spielkarten funktioniert und man muss die nicht vorher zerreißen oder sowas. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Und auch dafür, dass das hier eine coole Version ist von diesem Trick, gibt es wieder Pluspunkte. Dann kommen wir zu den Karten, die hier noch waren. Die sind nicht nur dafür da, für diese Illusion, die wir gerade gesehen haben, sondern, wenn ich das richtig sehe, yep, sind das auch noch die typischen Karten aus dem Powerball 60-Prinzip von Richard Sanders. Die sind auf der Rückseite nicht markiert oder so. Die Rückseiten sind identisch, genau, perfekt. Aber damit könnt ihr genau diese Illusion hier machen, die ich hier meiner Freundin Roxy vorgeführt habe. Sie sollte an eine Zahl zwischen 1 und 60 denken, das ist ihre Glückszahl. Sollte mir sagen, auf welchem Kärtchen ist ihre Zahl drauf und auf welchem nicht. Und da, wo ihre Zahl drauf ist, genau diese Karten habe ich dann in meine Hand gehalten und gespürt, okay, dann muss es ja ihre Zahl 31 sein oder 13, wie auch immer. Ist es die 33? Ja. Nice. Genau, es sind die gleichen Karten und ich sehe auch schon, es ist das gleiche Prinzip. Also den Trick könnte ich damit jetzt genauso nachzaubern. Ich erspare euch das mal, zum 5. Mal die gleiche Performance an den gleichen Trick zu zeigen. Aber das ist toll, das finde ich super. Und das inspiriert mich immer mehr und mehr dazu, mal meine eigene Version davon rauszubringen. Und dann ist eigentlich nicht mehr viel übrig. Hier sind noch solche zwei Bälle, bei denen ich halt nach wie vor nicht weiß, wofür die sind. Das müsste ich vielleicht nachlesen. Was ist das hier? Was bitte denn? Ah, ich glaube, ich hab's. Leute, ich glaube, das hier ist der gleiche Trick wie bei dem richtig, richtig schlechten Adventskalender. Da war das mit so Plastikschalen, ihr erinnert euch? Da meinte ich, ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ihr habt mir ganz fleißig in die Kommentare geschrieben und mir geholfen. Danke an alle, die das kommentiert haben. Jetzt weiß ich, was für einen Effekt man damit machen muss. Ich glaube, das ist genau der Effekt hier tatsächlich. Hier ist die Schiene und hier ist so eine Halterung und in der Halterung ist noch eine Halterung und darin ist noch eine kleinere Halterung, also so das Matryoshka-Prinzip. Genau, oh Digga, wie viele sind das denn? Auf jeden Fall Schachtel in Schachtel in Schachtel. Und ich glaube, damit kann man den Effekt erzeugen. Der Zuschauer nimmt eine Münze, er unterschreibt sie. Wir lassen die Münze verschwinden und geben ihm das hier in die Hand.
und er öffnet eine Schachtel nach der anderen und ganz innen ist dann seine unterschriebene Münze. Genau die, kein Duplikat, genau die original unterschriebene Münze des Zuschauers ist dann hier drin. Das ist der Trick, den man damit machen kann. Danke an alle, die mir erklärt haben, wie das funktioniert. Das brauche ich jetzt nicht nachlesen. Hier ist die entsprechende Schiene dafür. Damit funktioniert das Ganze sehr cool. Ja, da bleibt nicht mehr viel übrig hier. Was ist das? Oh, das ist schwer. Aha! Ja gut, das kennen wir schon mal hier. Das ist der Transformationskäfig. Ihr seht, das Ganze ist leer, ja. Das kann der Zuschauer sich auch ganz genau aus der Nähe angucken. Aber mit dem Schnippen meines Fingers erscheint darin eine Criss Angel Münze. Oha. Genau, das Ding kennen wir ja schon auch aus anderen Zauberkästen. Zum Beispiel beim Shin Lim Zauberkasten war das mit dabei. Es steht halt drauf, Criss Angel Mind Freak. Also ich finde es immer eher unschön, wenn es ganz eindeutig gebrandet ist. Weil wenn ich damit jetzt zu einem Zuschauer gehe und dem das vorführen will, dann sieht er ja, da steht drauf Criss Angel Mind Freak. Und er sieht, ey, Criss Angel, das war doch ein Zauberer. Ja, dann ist das bestimmt so ein Trickding und kein echtes, authentisches. Wisst ihr, was ich meine? Das ist immer so ein bisschen mein Problem, das ich damit habe. Das habe ich auch schon zu den Ehrlich Brothers Zauberkasten gesagt oder zu allen, die ich bisher geunboxed habe. Ich glaube, 2 Stück hatte ich erstmal geunboxed bisher. Da ist überall Ehrlich Brothers Branding drauf, was natürlich logisch ist, weil das ist ihr Ding und die wollen das verkaufen an ihre Fans. Klar, aber der Nachteil ist, jetzt kann ich damit nicht losgehen und sagen, hier zieh mal eine Karte, weil dadurch, dass Ehrlich Brothers draufsteht, weiß jeder Zuschauer, okay, das ist aus deren Zauberkasten. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, das ist ein Nachteil, aber das Teil an sich ist cool und wir gucken, was im dritten Kartendeck dieses Zauberkastens noch so drinne ist. Wir hatten jetzt ein Stripper-Deck, wir hatten ein Svengali-Deck. Was für ein Trickspiel ist Deck Nummer 3 oder ist es diesmal wirklich ein ganz gewöhnliches Kartenspiel? Wir finden es heraus. Die Qualität ist wieder genauso bescheiden, aber ist okay. Und das sieht nach einem ganz normalen Kartenspiel aus, tatsächlich. Ist wieder die falsche New Deck Order. Joker sind identisch. Ist nicht seltsam geschnitten oder so. Stripper Deck ist es auch keins. Keine Halb-Halb-Karten oder Gaff-Karten jeglicher Form. Das ist ein ganz normales Kartenspiel, Leute. Rückseiten sind auch okay. Warte, ist das Deck markiert vielleicht? Also hier springt so ein bisschen was, aber ich glaube, das ist einfach die Druckqualität, die miserabel ist. Ja gut, das ist ein ganz normales Kartenspiel. Dann werden im Büchlein wahrscheinlich auch einige Kartentricks erklärt, die man damit noch so vorführen kann. Und so kommen wir auch auf die hunderte von Tricks, die man mit diesen Zauberkasten machen kann. Ja, dann bleiben noch diese beiden Bälle, von denen ich gerade nicht ganz genau weiß, wofür die sind. Und das hier, und das ist natürlich auch sehr spannend. Das hier und ein weißes Blatt Papier ist nämlich eine Gelddruckmaschine, Leute. Es ist eine Geldpresse. Lass mich das mal kurz auschecken hier. Okay, wir haben unsere Gelddruckmaschine. Die können wir dem Zuschauer auch so aus der Nähe zeigen. Und ein weißes Stück Papier, beidseitig und bedruckt, okay? Ich hoffe, dass das Ganze funktioniert so, wie es soll. Aber wenn wir das Blatt Papier jetzt in unsere Geldpresse hineinfüttern, dann kommt auf der einen Seite das Papier hinein und auf der anderen Seite kommt es als, wie ihr seht, hier ist das Papier und hier ist der Geldschein. Als 50-Euro-Schein kommt es hier wieder hinaus. Ja, wie stark ist das denn? Kein Papier mehr weit und breit zu sehen, sondern das Ganze wurde bedruckt als 50-Euro-Schein und der ist sogar echt. Okay, sehr, sehr cooles Teil tatsächlich. Das finde ich ultra nice. Das habe ich so auch noch nie in so einem Zauberkasten gehabt, in so guter Qualität. Das ist mega. Das Ganze lässt sich übrigens auch rückgängig machen. Ja, lass mich kurz nachdenken. Ja, genau. Jetzt kommt auf der anderen Seite das Papier raus. Korrekt. Ich meine, jetzt kommt der Geldschein unbedruckt wieder raus. So. Ja, ist doch einfach nur nett. Cooles Teil, das ist tatsächlich mein Favorite gewesen. Kack mal auf diese 2 kleinen Bälle hier, aber das war mein absoluter Favorit. Freunde, Fazit. Ich finde diesen Zauberkasten verdammt gut. Ist der exakt 100 Euro wert? Ich kann es jetzt nicht genau nachrechnen, aber es ist einiges an gutem Stuff drin. Also im Vergleich zu einem Standard-Zauberkasten, der meistens 30, 40, 50 Euro kostet, ist dieser 100 Euro Zauberkasten hier 100 mal besser. Viel bessere Qualität der einzelnen Gimmicks, der einzelnen Zaubertricks. Tutorial auf 3 DVDs und in einem Buch nochmal auf 200 Seiten erklärt. Hochwertige Tricks, die wirklich gut aussehen, vernünftig ausgearbeitet sind, die gebrandet sind, aber in guter Qualität. Kein billiges Plastikzeug, sondern ich habe wirklich das Gefühl, das hier, die Cups and Balls, diese beiden Krüge für die Münzen und die Seile, die auf jeden Fall auch noch. Ich habe das Gefühl, das hier alles kann ich wirklich echt als Profi-Zauberer gebrauchen. Ich habe echt das Gefühl, damit könnte ich wirklich arbeiten. Und das Gefühl hat mir noch kein anderer Zauberkasten bisher gegeben. Deswegen auf jeden Fall beide Daumen nach oben. Das Ganze kriegt 5 von 5 Sternen von mir. Ich finde diesen Zauberkasten sehr gelungen. Und ich tease euch jetzt schon mal an, in meinem nächsten Zauberkasten-Unboxing werde ich einen 150-Euro Zauberkasten für Erwachsene unboxen. Weil Zauberkästen haben ja immer so diesen Anspruch eigentlich. Das muss auch kindgerecht sein. Das muss auch für Anfänger passend sein. Ich habe mir da was bestellt, das nichts für Anfänger und auch nichts für einfache Fortgeschrittene ist. Ich habe mir was bestellt, wo man bestenfalls Profi-Zauberer ist, aber das seht ihr dann in der nächsten Folge. Und wenn ihr im Vergleich hierzu jetzt einen richtig schlechten Zauberkasten sehen
wollt, der von mir auch eine 1-Stern-Bewertung bekommen hat und auch nur, weil es 0 Sterne nicht gibt, dann checkt dieses Video hier. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Es war verdammt lustig. Ich habe in dem Video sogar einen Lachflash gehabt, weil ich so lächerlich fand, wie bescheuert das alles ist.